So, jetzt wollen wir mal zeigen, wie man so ein kleines Hochbeet bepflanzt. Und damit sich das auch lohnt, machen wir eine kunterbunte Mischkultur. Wir haben hier Salat und Gemüse. Und zwar, guck mal hier, das ist die selbst angezogenen Kohlrabi. Du hast da die roten Beete. So. Und dann haben wir noch Lauch dazugekauft und Salat, Endivien-Salate dazugekauft. Und die haben wir wieder selbst gemacht. Jetzt fangen wir mit den kleinen da vorne an. Dann machen wir jetzt eine gemischte Reihe. Pass auf, die Kunst ist es jetzt, diese Pflanzen aus dieser kleinen Schüssel zu bekommen, ohne sie völlig, dass sie auseinanderfliegen, den Beinen. Jetzt nimmst du die Finger, schau, die so, Okay. und stülpst es ganz vorsichtig auf deine Finger. Die Finger deswegen, dass das nicht geknickt wird, das Grünzeug. Ja. Ein bisschen ruckeln. Wunderbar. Und jetzt ganz schnell wieder umdrehen. Auf deine Handfläche legen. Ja, schön. Und du siehst, es ist ganz gut durchwurzelt, ja? Aber es ist noch nicht so lange im Topf. Die Wurzeln haben alle noch ganz viel Platz. Und jetzt fängt man einfach an und bricht vom Außen vorsichtig, ganz vorsichtig, also mit ganz viel Gefühl, da lässt man ganz viel Zeit. Das spürt man so richtig in die Finger rein, wie die Wurzeln da so leise abreißen. Da braucht man gar nicht hinschauen. Da macht man am besten so die Augen zu und schaut, so, fühlt einfach so, wie sich das so langsam trennt. Spürst du es? Ja. Wie das reißt? Genau. Und jetzt langsam den Ballen wieder ablegen. Das brauchst du beide Hände. Jetzt habe ich zwei, muss ich da was ändern? Ja, ich würde sie ganz vorsichtig trennen. Jetzt wird es richtig spannend. Genau, mit zwei Fingern anfassen und auch wieder gut hinhören. Das spürst du in den Fingern, wenn sich das langsam, sehr langsam. Jawohl. Die eine tust du jetzt in Schatten, die du nicht sofort pflanzt, damit sie nicht vertrocknet. So, und jetzt fangen wir einfach an. Und das sind ja kleine Ballen, das geht ganz schnell. Machen wir einfach mit der einen Hand ein Loch, setzt den Ballen rein. Und diese Pflanze, das ist ein Kohlrabi, der steht genauso tief in der richtigen Erde, wie er vorher in dem kleinen Aussaatschälchen gestanden hat. Das Okay. war's dann. Ein bisschen andrücken. Und bei dir machst du jetzt ein bisschen tieferes Loch mit einem Finger nur, weil du hast ja so eine lange Wurzel da nur. Und jetzt musst du versuchen, das Loch mit deinem Finger so tief zu bohren, dass die Wurzel gerade reinkommt. Und jetzt fädelst du das Pflänzchen da hinein. Und während es du mit der einen Hand noch auf Position hältst, so dass es genauso tief steht, wie es in der Schale war, ja, ein bisschen tiefer, wischst du mit der anderen Hand die Erde dahin. Noch ein bisschen tiefer, du bist ein bisschen so. Ja, genau, super. Und jetzt leise, erst sanft festdrücken. Und dann kann man mal gucken, ob das auch richtig noch steht. Kann man nochmal nachjustieren. Ja, und jetzt ein bisschen fester drücken. Der steht noch nicht richtig. So, wunderbar. So, das machen wir jetzt einfach noch ein paar Mal. Und du machst ungefähr eine Handspanne, 20 cm Abstand. Das ist ein bisschen sehr dicht. Aber wir werden die Kohlrabi und die roten Beete als ganz junge Pflanzen ernten. Dann brauchen sie auch nicht so viel Platz. Weil der Winter kommt sowieso bald und dann. Hier nochmal. Ja, 20. Mach mal deine Handspanne, du hast wahrscheinlich auch 20. Ja, ungefähr. Passt. Dann pflanzen wir jetzt mal. So, jetzt machen wir die zweite Reihe. Da haben wir ein paar Pflanzen dazu gekauft. Das ist Lauch. Das sieht natürlich ganz viel stärker aus als unsere kleinen zarten Dinger. Aber so toll Ja. ist das gar nicht. Der ist nämlich zu lange im Topf gestanden. Ich war einfach zu spät beim Kaufen. Das siehst du gleich. Pass mal auf. Schau mal, wie Oh ja. verwurzelt das ist. Wie soll ich die denn jetzt unfallfrei auseinander bekommen? Es ist jetzt Gott sei Dank so, dass diese gekauften Schalen schon so Ritze haben. Siehst du das? Ja. Das sind so Ritze, so Einschnürungen. Ja. Und das lässt sich dann leichter auseinanderbrechen. Versuchen wir das mal. Aber es ist schon mühsam. Ja, schau. Oh, die verletzt sich schon ganz schön. Ich kriege die gar nicht mehr unfallfrei auseinander. So sollte es eigentlich nicht sein. Aber das kriegen wir trotzdem hin. So, pass auf. Gebe ich dir mal ein. Und beim Lauch ist das Spannende. Beim Lauch möchte man ja einen langen weißen Schaft haben zum Essen. Und den Lauch setzt man sehr tief ins Beet. Das ist ganz einfach. Einfach ein Loch buddeln, ein bisschen noch bei dir, da kommt noch ein Salat. Ja, ein bisschen tiefer, jawoll. Ist so schön tief. Und jetzt lass, das reicht. Jetzt stellst du ihn da unten rein. Ja, das ist ein So. schöner Ding. Und einfach zubuddeln. Das Schöne an so etwas zu alten Pflanzen ist, die sind echt stabil. Da kann man nicht viel falsch machen. Festdrücken wieder, oder? Ja, festdrücken. Sehr gut. So. Wenn der dann sehr, sehr, sehr viel größer ist, kannst du noch anhäufeln. In ein paar Wochen. Und kann ich jetzt irgendwas machen? Also ich meine, wird der trotzdem gut, obwohl er so alt ist, oder? Ja, das hoffen wir mal. Also du kannst wenig tun, außer ihn wirklich regelmäßig zu gießen. Wir haben Okay. ihm jetzt sehr, sehr viele Wurzeln verletzt. Ja? Ja. Und beim Lauch könnten wir jetzt noch Folgendes machen. Du könntest zum Beispiel die Blattfläche verringern. Hier, das Blatt einfach ein bisschen abknipsen. Warum? Weil er dann nicht so viel Wasser verdunstet, weil er weniger Blätter hat. So. Ja, genau. Und bis die Blätter nachgewachsen sind von innen, hat er dann auch wieder Wurzeln. Ja. Und die musst du richtig gut angießen jetzt.
zwischen dem Lauch machen wir, pflanzen wir Endivien hin. Und ich glaube, die haben wir nicht zu spät gekauft. Schau mal, ja. Die sehen schon noch ganz locker aus. Ja? Ja. Die kann ich jetzt lieber nicht umdrehen, weil die würden mir dann auseinanderfliegen, was sie auch tun sollen. Da gehe ich jetzt her und hole die Pflänzchen einzeln raus. Und zwar, das ist nur zur Unterstützung, eigentlich fasse ich sie ganz vorsichtig am Kragen, locker das so ein bisschen. So. Okay. Schau mal, so soll es sein. Okay. Durchwurzeln, nicht so aber noch Wurzeln. Nicht völlig verfusselt. Mhm. Magst du mal? Jetzt hast du es leicht. Die zweite ist immer viel leichter, die erste geht am schwersten. Jetzt brauchst du es einfach nur da fassen, wo ich das Loch gemacht habe. Schau mal, ein bisschen auch vorsichtig ziehen, jawohl. Ja gut, okay. Perfekt. So, und bei allen Salaten, ob Endive oder Kopfsalat, ist egal, ist ein ganz heißer Trick. Man pflanzt diese Würfelchen nur zur Hälfte ein. Warum? Weil Salate gerne mal an Fäule leiden. Die kriegen ja so dicke, dicke, kohlartige Köpfe eigentlich. Und da ist dann gerne die Feuchtigkeit drin und das Okay. Fault leicht. Und wenn ich die etwas höher pflanze, haben sie ein bisschen mehr Luft an Wurzelhals. Mhm. Ja? Man sagt immer, der Salat möchte gerne im Winde wehen. Okay. Und darum mache ich jetzt für fast gar kein Löchlein. Also so ganz leicht nur und drücke das eigentlich nur fest. Da machst du fast gar kein Loch, genau nur eine ganz leichte Mulde und das draufstellen. Und einfach festdrücken, von oben festdrücken, bisschen fester, fester. Ja. Und jetzt die Mulde wieder zu. Und das steht, das sieht erstmal ganz komisch aus. Und ja. Am Rand noch festdrücken, um die Mulde rum schon noch festdrücken. Die Wurzeln wollen dann schon wieder fest umsponnen sein von der Erde. Na, jetzt haben wir die zwei Extreme. Ein sehr tief zu pflanzendes Gemüse und ein sehr hoch zu pflanzenden Salat. Jetzt ist alles gepflanzt, jetzt müssen wir eigentlich nur noch wässern. Nimmst du das mal raus, das kommt in ein anderes Beet. So, alles weg hier. So, das Wässern ist auch wieder mit Fingerspitzengefühl. Nimm du doch mal die kleine Kanne, du machst die kleinen. Die kleinen zarten Pflänzchen wässern da mit einem ganz zarten Strahl. Ja. Ja, und ich mache dasselbe mit einem größeren Strahl. Da ist es wichtig, dass du nicht gleich auf die Pflanze hältst, weil du nicht genau weißt, mit wie viel Schwung der Strahl rauskommt. Ja. Ja. Du hältst erstmal neben die Pflanze, schaust, was passiert. So, passt mir. Und dann so um die Pflanze rum. Ne? Nicht so drauf, sondern so um die Pflanze rum. Bis das Wasser anfängt wegzulaufen, dann Pause. Und dann nochmal. So. Da hast du es dann schon raus, wie viel das rauskommt. Ne? Und versuch das mal mit den kleinen. Also erst daneben. Mhm. Und dann rüberwandern. Wunderbar. Ist einfach sicherheitshalber. Und da warte ich jetzt auch wieder? Bis es weg ist. Jetzt nochmal daneben. Kurz reinkommen. Zack. Siehst du, wenn du die nämlich triffst, dann fängt die ja. Wackeln an. Das wollen wir nicht. Und ich habe es natürlich viel leichter mit meinen dicken Pflanzen hier. Da muss man sagen, da sind die etwas zu alt dann doch praktisch. Hier nehme ich mal das Blättchen vorher hoch. Natürlich, in den nächsten Tagen sitzen die viel strammer im Beet. Da brauche ich dann nicht mehr so ein Gedöns zu machen. Das kann ich dann alles etwas beschleunigen. Mhm. Aber frisch nach dem Anpflanzen kippen die doch leicht um. Und ich tue jetzt auf gar keinen Fall Mulch auf dieses Beet. Warum? Ja, weil dann kann ich die Schnecken besser raussammeln. Okay. Wenn ich Mulch drauf habe, das wäre zwar schön für den Boden, aber erstmal muss ich schauen, dass abends keine Schnecken reinkommen. Okay. Und wenn die Pflanzen so weit angewachsen sind, dann kann ich wieder mulchen. Weil die Schnecken lieben Pflanzen, die gerade ein bisschen einen Schock haben. Das riechen die Schnecken regelrecht und dann kommen sie in Massen angekrochen und vergreifen sich vor allem an den frisch gesetzten Pflanzen. Okay. Wenn die mal eingewachsen sind, dann ist es nicht mehr so dramatisch. Dann mulche ich auch wieder. Okay.